Los. Ja, hallo liebe Zuschauer, Zuhörer und drinnen. Mal wieder Verantwortungstreff am Samstagabend, wie jede Woche. Man freut sich schon drauf, ne? Endlich mal wieder ein Highlight. Weil wie öde sind doch die anderen Gespräche immer nur über Essen, Fernsehen und die äußeren Vergnügungen und Ablenkungen so. Und endlich kann man mal wieder eine Stunde, also ist ja nicht immer eine Stunde, manchmal ist es länger, manchmal ist es kürzer, über das Thema Verantwortlichkeit sprechen. Wovon wir alle wissen, es gehört eigentlich nach oben und wovon wir alle wissen, meist ist es da nicht. Ja, aber jetzt sind wir wieder da und heute kriegt ihr es nur kurz mit, weil wir haben sehr intern gesprochen. Also ihr wisst, wir haben hier unser erfahrenes Dreierteam, den Dylan, den Louis und den alten Öff, meine einen. Und mit dem Dylan habe ich viel darüber geredet jetzt, weil wir sind da in einem Kreis von Alternativengagierten, ist extrem offen. Ja, der einzige Kreis, den ich kenne, wo wirklich jetzt nicht von vornherein eh schon aussortiert wird, wer gehört zum eigenen Film und oder mit wem kann ich jetzt diese oder jene konkrete Aktion machen, sondern wo es wirklich so ist, wir wollen mal alle so als bunten Blumenstrauß der verschiedenen Alternativpersonen und Initiativen an einen Tisch und zum Austausch bringen. Und da ist die Frage, wenn man das methodisch und inhaltlich erstmal ganz offen haben will, dass also die ganz verschiedenen Wandelleute sich da aufgenommen, mit aufgenommen und wohlfühlen können. Wie kann man damit umgehen? Weil es gibt ja dann die sehr emotionalen, die sehr rationalen, es gibt die sehr nüchternen und diejenigen, die voll im Channelingrausch sind. Also es gibt ja nun wirklich sehr kontroverse Welten, die sich da begegnen. Und ich finde es aber wichtig, ne, dass da erstmal so ein, so eine offene Bühne ist, so mit dem bunten Blumenstrauß. Und ich versuche das dann so zu halten, dass ich durch die Zurückhaltung, also dass ich gucke, welche Dosis mögen die anderen jetzt noch, wenn sie mich da hier als kritischen Rationalisten und Freie-Argumente-Kultur-Fan wahrnehmen, der die totale Systemrevolution fordert, statt dass man sich mit einem Bild des Gurus im Wohnzimmer zurückzieht. Ja, also wie kann man das hinkriegen, dass das so nicht an den über eine Überschreitung der Toleranzgrenzen scheitert. Und da habe ich mit dem Dylan drüber geredet, also wie viel sanft seelsorgliche Arbeit noch unterhalb der Schwelle freier Argumentekultur sollte man aufbringen, wie kann das aussehen? Oder ist es besser, um nicht seine Zeit unnötig zu vergeuden, dass man sagt, hier Leute, ihr könnt mit auf die freie Argumentekulturebene springen. Dann ist meine Energie auch mit da, ansonsten kann ich sinnvoller was tun. Da haben wir drüber geredet und wie man sich da auch aufteilen kann, ne? Also mit dem Dylan habe ich das jetzt über längere Zeit schon so gemacht, dass ich sozusagen als sanfter Vermittlungsmensch oder als Brückenmensch zur freien Argumentekultur mit in diesen Kreisen war, während der Dylan eben gesagt hat, ja Leute, wenn ihr soweit seid, dann, ne, dann springt halt zu mir in die Talks oder in das Freie Argumentekulturforum und dann können wir da auch was miteinander anfangen. Also ich finde das ganz toll, dass der Dylan und ich überhaupt über sowas reflektieren können und dass wir da so abgestufte, auch arbeitsteilige Vorgehenskonzepte entwickeln können. Okay, das als Vorspann, das waren die 1,5 Stunden, die euch entgangen sind, aber es war halt zu so intern auch, was wir da besprochen haben. Aber ihr habt jetzt was über die inhaltliche Sinnstruktur, wo ihr auch mit dran klammern könnt, geistig. Und ich lade ja gleich ein, Parteifreunde und Kupferstecher. Es ist so, dass jeder hier über das Gespräch hinaus, über dieses Gespräch hinaus, alle Gespräche hinaus, wenn er so richtig systematisch mit eintauchen will in die wissenschaftliche Themenarbeit, dann kann er das im Freie-Argumente-Kulturforum. www.freie-argumente-kultur.net. Da könnt ihr also alle in Massen dazuströmen, werdet ihr nicht unbedingt tun, aber könntet ihr halt tun, sodass wir da viele werden, die so richtig schön thematisch in Fäden die nötigen Fragen des Wandels und der Rettung der Welt durchgehen können. Und eben teilnehmen, zum Beispiel sich melden für die Teilnahme an diesen Konferenzen hier. Hier oben, ich zeige gerade ein Stirnband, global-love.org.
www.global-love.eu oder global-love.eu. Da ist dann auch der Öff-Öff zu erreichen und da kann man sich auch ankündigen und anmelden für diese Talkrunde hier zum Beispiel. Ja, ja, ihr seid alle herzlich eingeladen. Ne? Macht auch bei den Verantwortungstreffs mit. Tut keinem schlecht, wenn man so über Verantwortlichkeit nachdenkt. Ja. Ne? Und wir sind vielleicht auch nicht die fruchtlosesten Gesprächspartner, um sich miteinander zu beschäftigen. Also von daher, es könnte sich lohnen, Leute. Und denkt immer dran, was ist ein Lottogewinn im Vergleich zu Menschen, mit denen man über den Sinn und die höchste Höhe des geistig-seelischen Entwicklungs so sich austauschen kann. Ja, gut. Das sei es als Einstieg und damit gebe ich jetzt erst einmal an den Dillen. Wir haben da so unsere Reihenfolge und der Dillen, der fängt dann immer an, was zu erzählen. Ja, ich beginne mal sozusagen damit, nochmal kurz, was ist eigentlich Verantwortung? Verantwortung, eigentlich geht's darum, wie bringen wir die Menschheit und die Menschen dahin, Gutes zu tun, weil sie zum Beispiel, weil sie sich verantwortlich auch dafür tun, dass alles bestmöglich auf der Welt sozusagen läuft und funktioniert und so weiter. Und da geht's aber auch um die Frage, ja, wie kann man dieses gute Verantwortungs- oder verantwortliche gute Handeln irgendwie erreichen? Und da sind wir allerdings auch völlig offen, wie man das erreichen kann hier. Und wir haben ja die sogenannte doppelte Doppelschienigkeit, nämlich, dass wir es einerseits versuchen können, indem wir die Verantwortungsbildung sehr stark in den Vordergrund rücken und indem wir diese Verantwortungsbildung, zum Beispiel die zweite Schiene, ist dann auch dadurch unterstützen, dass wir mit positiven Anreizen es den Leuten relativ leicht machen, das Gute zu tun und es nicht immer so machen, dass sie immer den Sisyphusberg hinaufklettern müssen, wenn sie wirklich mal Gutes tun wollen, weil das System ihnen auch ein bisschen hilft durch positive Anreize, dass sie das Gute tun etwas leichter tun können. Ne? Ja, und jetzt, was ich für heute, womit ich beginnen wollte, ist, was ist eigentlich die richtige Ebene, so miteinander ins Gespräch zu kommen? Was wäre eigentlich auch bei diesen Wandelgesprächen am Montag da immer eigentlich aus meiner Sicht die richtige Ebene? Und da habe ich mal so Fragen formuliert, ja? Wann wurde einem was unterrichtet von wem? Warum hat man es geglaubt? Also meine Frage, das könnte auch an Louis eine Frage sein, der ja, glaube ich, mithört, ne? Und mit dabei ist, wieder, wie immer. Wann wurde einem was wirklich in seiner Biografie unterrichtet und von wem? Und warum hat man es geglaubt? Also warum hat man es ins Gehirn reingelassen und dabei einen Stempel drauf gedrückt? Wahrheit. Ja, man hat ja auch manche Dinge ins Gehirn auf, da stempelt man drauf, Irrtümer, Unwahrheiten, die zwar weit verbreitet sind, aber die einfach Unwahrheiten seien. Und warum hat man auf bestimmte Dinge den Stempel Wahrheit draufgetan? Und was hat da den Ausschlag gegeben? Und ist man darin unkorrigierbar? Kann man darüber nachdenken? Kann man das zur Diskussion stellen? Und dann hinterher vielleicht dabei bleiben oder vielleicht sogar, dass sich sogar vielleicht ein Kompromiss aus zwei unterschiedlichen Weltsichten entwickelt und dann plötzlich eine gemeinsame Lösung sichtbar wird, ja? Und man sich so näher kommt. Aber natürlich hat jeder sein gutes Recht zu sagen, ich bleibe bei meinem Stempel, dass meine Sichtweise die Wahrheit ist und die andere der Irrtum ist. Und dann kann man sich halt leider nicht annähern. Aber dann hat man es wenigstens richtig versucht. Und ohne diese Frage, nämlich wann wurde einem was unterrichtet von wem, kommt man erst gar nicht in die Nähe davon. Ne? Und deswegen diese Frage könnte man also nochmal sehr in den Vordergrund stellen. Dann, was ist sozusagen, ja, jetzt der zweite Punkt, den ich hier habe, ist, ich möchte ein ganz interessantes Kapitel aufmachen, nämlich
Die Biologen haben nämlich bestimmt Behauptungen mir unterrichtet. Irgendwann habe ich da bei denen studiert und Bücher gelesen von denen und alles Mögliche und so weiter. Und die haben dann bestimmte Behauptungen gehabt, nämlich, dass es mit der Verantwortung nicht, dass die Möglichkeiten nicht unendlich groß seien. Wie haben Sie das begründet? Dass man also schon aus Ihrer Sicht, aus biologischer Sicht, dann also quasi sowas wie Verstärker, also positive Anreize, Belohnungssysteme koppeln muss mit Verantwortungsbildung, weil es vielleicht bestimmte Grenzen geben könnte, ne? Und da haben diese Biologen so Dinge unterrichtet wie, es gebe genetische Unterschiede zwischen Körperzellen, Ameisen und Bienen und Säugetieren. Die haben also mir unterrichtet, Körperzellen, die sind genetisch zu 100% identisch mit den anderen Körperzellen. Wenn sich also eine Körperzelle aufopfert, indem sie zum Beispiel mit der Besiegung eines Angreifers selber stirbt, dann ist das kein selbstloser Akt, sondern ein hochegoistischer Akt, denn diese Körperzelle sorgt dafür, dass im Prinzip ihre eigene DNS weiterleben kann, die sich ja in identischer Form, 100% identischer Form in den anderen Körperzellen befindet. Also ist das, was Körperzellen tun, sei ein hochegoistischer Akt, der also absolut verständlich ist und absolut logisch ist, weil die Körperzelle, die Lymphozyten oder wie sie auch immer heißen, die Makrophagen oder ich weiß jetzt die genauen Namen nicht mehr alle im Kopf, dass die sich dabei selbst aufopfern und selbst dabei draufgehen, aber im Prinzip genau genommen für das Überleben ihrer eigenen DNS kämpfen und damit hochegoistisch handeln. Und Ameisen und Bienen, das seien sogenannte Superorganismen. Man solle um Ameisenvölker eher sowas wie eine Haut sich vorstellen und den Ameisenstaat als ein einziges Tier verstehen. Dass es in Wirklichkeit nur ein einziges Tier ist, nur dass es keine sichtbare Haut hat, sozusagen. Ja? Also so quasi wie so eine Art Amöbe, nur dass eben die inneren Anteile der Amöbe sich irgendwie bewegen und das Ganze begrenzt ist durch eine Haut von außen, aber bei den Ameisen gibt es halt diese Haut nicht außen. Und trotzdem bewegt sich das Ameisenvolk wie so eine amöbenartige Struktur über den Raum sozusagen. Ja? Und Ameisen und Bienen, die Besonderheit sei, dass die fast zu 100% miteinander genetisch identisch seien, nämlich 75%. Das heißt also, wenn eine Biene oder Ameise sich bei der Verteidigung des Stockes töten lässt und sich damit aufopfert, sozusagen gibt sie eigentlich praktisch ihre identischen Gene weiter. Ja, 75% identische Gene, das ist ein ganz hoher Grad von Verwandtschaft, also das heißt, dass diese einzelne Ameise und einzelne Biene mit allen anderen Bienen ganz extrem fast identisch ist, auch genetisch fast identisch ist, sei und dass eben sozusagen dadurch es ganz logisch und egoistisch sei, dass diese Bienen sich umbringen lassen im Dienste des jeweiligen Gesamtorganismus. Man spricht da auch vom Superorganismus. Also der Ameisenhaufen und der Bienenstock sind jeweils einzelne Tiere, die man Superorganismen nennt und die man nicht als einzelne Tiere betrachten sollte, weil das nicht stimmt, genetisch nicht stimmt, ja? Sondern die verhalten sich eher fast wie Körperzellen zueinander. Ja, und dann die Säugetiere, das ist ein großer Unterschied. Die sind wesentlich weniger miteinander verwandt. Sogar Mütter und Töchter und Mütter sind also wesentlich geringer verwandt. Man spricht da von einem Grad von 0,5 Verwandtschaft sozusagen. Und das bedeutet also irgendwie,
Und auch Geschwister sind auch nur 0,5 miteinander verwandt und alle anderen noch viel weniger, 0,25, 0,125 und. Es und da sagten jetzt diese Biologen, das ist quasi so, wenn man das umrechnet in Prozent der Verwandtschaft, dann kann man sagen, dass also Menschen miteinander vielleicht maximal 99%ig genetisch identisch sind. Mit Bonobos sind wir zum Beispiel 98,7% genetisch identisch, mit Schimpansen auch 98,7% genetisch identisch, aber dass irgendwie wir mit allen anderen Menschen, da steigt also quasi bei unseren engsten Verwandten sind wir vielleicht 99% genetisch identisch mit ihnen und sozusagen, und das nimmt dann ab, von je nach Verwandtschaftsgrad geht es von 99 runter auf 98, 97, 96, 95. Irgendwo ist dann der Schluss, also alle Menschen sind sicherlich mit uns mindestens 95, 96% verwandt. Weniger als Bonobos übrigens, das ist auch merkwürdig, aber das ist vielleicht auch nur der Rechnungsart geschuldet. Also so zwischen 99 und 95% ungefähr dürften wohl die Zahlen liegen, wie wir mit allen Menschen auf der Erde verwandt sind, ja, genetisch identisch sind. Und je näher sich das dann Richtung Null, also bei allen anderen Arten nähert sich das immer weiter Richtung Null. Natürlich sind wir mit allem Lebendigen auf der Erde noch ziemlich hochgradig verwandt, ja. Aber je näher es Richtung Null sich bewegt, desto schwieriger fällt es den Lebewesen, die anderen als den Nächsten, den man lieben soll, wie sich selbst zu erkennen, sozusagen. Und diese nehme ab, und das haben mich die Biologen gelehrt, dass das eben abnehme. Ja? Und dass es deswegen so ist, dass man eben durchaus unterstützen sollte mit positiven Anreizen, das Gute tun sozusagen, weil eben sozusagen schon bei geringen Unterschieden von 99 zu 98% fängt es schon manchmal an, dass die Organismen auch eher gegeneinander arbeiten und wirken und sogar vielleicht schon Gewalt gegeneinander ausüben und so weiter. Und das schon bei ganz geringen genetischen Unterschieden, ne? Ja, und es wäre natürlich interessant jetzt, das haben mir die Biologen unterrichtet und irgendwas davon, den Großteil davon habe ich als wahr gestempelt, mit dem Stempel Wahrheit. Und wo wäre dann eventuell da ein Irrtum? Oder müssen wir einfach sagen, bei der Doppelschienigkeit müssen wir schon sagen, ja, wir machen Verantwortungsbildung, aber wir sagen auch immer, wichtig ist es auch, das Ganze, die Verantwortungsbildung zu unterstützen mit ganz starken positiven Anreizen oder Verstärkern, ne? Ja, und dann mache ich nur noch zwei ganz kurze Punkte und dann gebe ich weiter, aber zwei ganz kurze Punkte. Noch. Da gibt's doch diesen Spruch, sei die Veränderung, die du sein willst. Das ist eben das leider nicht so ganz leicht, weil immer wieder unser jetziges System, ja, der Kapitalismus, als vorteilbringende Irrtümer in unseren Köpfen ist. Und deswegen ist es dann, fällt es uns unheimlich schwierig, schwer, die Veränderung zu sein, ohne dass wir in einer Insel, einer Schutzinsel einer Kommune leben, in der wirklich eine ganz andere Kultur herrscht und wir uns dann der kapitalistischen Kultur entwöhnen können oder eben wir politisch die Gesamtkultur verbessern sozusagen. Und dann wollte ich eigentlich, aber das kann ich kürze ich jetzt ab, ich wollte noch dann eigentlich vorlesen, das kann ich aber ein andermal machen, aus der Präambel, nämlich aus der zweite Satz, Gesetzsatz im Staate, da wollte ich vorlesen, dass es eigentlich die freie Argumentekultur, der quasi fest verankert ist, als zweiter Satz im Staate in unserem Konzept bei der Partei, wo ich ja sowieso jedem empfehle, sofort mitzumachen, hier, wie heißt es, diekompetente.beepworld.de, die kompetente Partei des Gemeinwohls, wo es um die Grunddiskussion geht, GWÖ, GWO, Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber und oder gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, der Next Scientist for Future und eben gekoppelt mit Verantwortungsbildung und so weiter. Ja, und wie man dann eben, ja, und dann wollte ich nur noch den Satz sagen, ohne freie Argumentekultur tötet sich ein System selber gegen Verbesserungsvorschläge,
weil es sozusagen jede Kommune, die vorzeitig die Türen zumacht und sagt, wir haben schon alles Wissen in uns, jede Partei, die vorzeitig die Türen zumacht und sagt, wir haben doch alles Wissen in uns, die immunisiert sich gegen jede Möglichkeit der Verbesserung und aus der wird garantiert nichts Gutes, weil sie ist diese ständige Verbesserung, die kann es nur geben, wenn ich sage, Leute, hat jemand auf der Welt Argumente, die uns widerlegen könnten, die uns unser, zum Beispiel hier unser Reformprogramm für Deutschland oder unser Kommunenmodell widerlegen können. Bitte kommt sofort in die Sendung, kommt sofort in die Samstags-Talkshow, kommt sofort in die sonstigen Talkshows der Next Scientists for Future und sagt, wo wir uns irren. Ihr müsst allerdings auch damit überleben, dass wir dann sagen, wo wir meinen, dass wie ihr euch irrt. Aber das ist ja halt die Diskussion, ohne die es keinerlei Verbesserung geben kann. Und irgendwann wollte ich irgendwann noch mal drüber sprechen, vielleicht dann das nächste Mal darüber, wovor zum Beispiel die Marktradikalen und die Neoliberalen die Augen verschließen. Aber das würde jetzt zu lang werden und deswegen gebe ich jetzt mal schnell an Öff weiter für seine erste Runde. Ja, danke schön, Dylan. Und ich sag mal so, mit Blick auf die Zeit, also ich habe ja gesagt, heute, liebe Zuschauer und drinnen, ist es so, dass ihr keinen Kaffee oder keine zu großen Müdigkeitsnehmer braucht, weil wir das lange Vorspiel schon hatten mit der Frage, wie sanft sollten wir noch zu den Leuten sein und sie erschließend für den Weg in die freie Argumentekultur, wenn sie noch nicht bereit sind, gleich mit reinzuspringen. Und dadurch habt ihr 1,5 Stunden weniger ja, Müdigkeitshemmung nötig. Und insofern sind wir quasi mit der ersten auch fast schon in den Abschlussrunden, würde ich sagen, weil wir für heute Abend da wirklich nochmal ein Bild eben so geben können. Was ist von eurem Top-Team hier, Dylan, Luis und Öffi, was ist der aktuelle Stand der Dinge auf dem Weg zur großen Verantwortlichkeit? Und dann sind wir wahrscheinlich aber auch schon durch mit der Zeit. So dass ich jetzt schon sage, ne, also fühlt euch alle durchs Telefon ganz innig umarmt, ihr, die ihr zumindest die Aufgeschlossenheit habt, mit zuzuhören, was wir da so vertapfen, ne. Hoffentlich kommt ihr dann auch dazu. Also das ist natürlich eh klar, aber jedenfalls seid ihr ja schon mal bereit, euch das anzuhören. Und das weiß ich zu schätzen, ne. Also ja, also damit beginne ich auch. Also ich empfinde es als große Ehre, wenn der gute Dylan einerseits sagt, ich bin, was das Abholen der Leute angeht, wo er sagt, das ist vielleicht jetzt schon Zeitverschwendung oder zu viel Zeitverschwendung, dass ich da mit Engelsgeduld so mich mühe und versuche, den Leuten so lange wie möglich halt den Versuch, sie zu erschließen, noch angenehm erscheinen zu lassen, also dass sie mich ertragen und dass es irgendwie was Positives bewirken kann, also auch von den ziemlich verlorenen Söhnen und Töchtern, welche auf den rechten Weg der Vernunft und Argumentkultur zu bringen, dass ich da also ein guter Arbeiter bin. Und ich freue mich ja auch, dass auch Dylan meint, wenn man jetzt überlegt, mit wem könnte man denn da im Moment Kommune bilden, also eine Verantwortungskommune, dass er zwar, was ich für sehr, 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 sehr optimistisch halte, annimmt, hier in Deutschland könnte man da 120 Leute für finden, wenn man sie denn zusammenziehen könnte, die 120 Leute. Aber ich bin schon total stolz, also bin da, also vor Stolz, mit stolz geschwellter Brust sehe ich, dass die Leute, die dann die Dinge mitbedenken, dass die sagen, ja okay, welche Leute haben wir denn am ehesten, die jetzt schon mal in Frage kommen, dass man sie als Kandidaten, als starke Kandidaten auch sich vorstellen könnte für eine derartige Verantwortungskommune. Und dann fallen dem Dylan, wenn er da so überlegt, außer dass er sich selbst natürlich auch so sieht und sehen sollte, ne, den werden wir auch brauchen, am besten dann auch hautnah am Ende in so Kommune versuchen. Aber ansonsten, ja, fällt ihm außer meiner Wenigkeit ein, da gibt es meine Frau Anke, die auch hochgebildet ist und eigentlich eine Nichtliebeslehrerin und Friedens- und Konfliktforscherin und so weiter. Dann gibt es den Luis und es gibt eben auch noch so eine Handvoll, sage ich mal, von Menschen in Projekten. Da hoffe ich euch in den nächsten Wochen noch ganz spannend weitere Kernkreise so vorstellen zu können. Also es ist mir eine große Freude und Ehre, sagen zu können, dass nach 30 Jahren ich erschreckend wenig Menschen gefunden habe, mit denen man vielleicht was machen kann. Aber ich wüsste nicht, wo überhaupt sonst in vergleichbarer Weise irgendwelche Menschen gefunden worden wären,
wo man die Vorstellung, dass die auch als relativ starke Persönlichkeiten eine funktionierende Kommune hinkriegen könnten, dass das überhaupt noch nur im Entferntesten vorstellbar sein könnte. Ja, also das ist der Stand der Dinge. Ja, vielleicht noch mal ein paar kurze Worte auch zu diesem Körperzellen, Bienen, Ameisen, Säugetier, ja. Biologen. Ja, denn die haben mich ja sehr geprägt, diese Biologen. Mhm. Kommt. Und da kann ich gleich für dich und für alle Zuschauer und drinnen, kann ich also sehr Folgendes empfehlen. Habe ich meiner Frau eben schon so zugezwinkert, die mir auf der Bank gegenüber saß. Weil auch wir, also ich finde das immer toll, wenn ich von Dylan höre, wie er das den Stand seiner Erkenntnisse und den Forschungsstand beschreibt. Also wir haben auch, und genau die Dinge mit dem Superorganismus, dem Organismus, dem Biotop und so, also diesbezügliche Theoriebildungen, aber man sieht das auch zum Teil in Verbindung mit dem Gaia-Konzept, wo die Frage ist, könnten wir Menschen sowas sein wie das Gehirn der Erde oder am Ende sogar des Kosmos? Also total spannende wissenschaftliche Fragen. Und da kann ich total empfehlen, Leute, schnappt euch das alle und führt es euch zu Gemüte. Ich nenne es das Verantwortungsbuch meiner Frau, womit sie den Abschluss ihres Studiums hingelegt hat. Und da sie das Studium nicht brauchte, also sie hat ihre Lebensgrundlage sich geschaffen, und dann hat sie mir das erzählt, als sie mich hier abgeholt hat, hier im Naturschutzgebiet in Sachsen da und ins Bildungshaus nach Hessen rüber verfrachtet hat, auch für Liebesbeziehung, Familie und Kommunebildung und alles in einem. Da hat sie gesagt, ja, hier mein Studium, ich stehe kurz vorm Ende und die Diplomarbeit oder so. Habe ich gesagt, Mädel, du bist die einzige Studentin, die ich kenne, die nicht Angst hat darum, dass die Professoren ihr jetzt keine gute Zensur geben und sie nicht ordentlich Knete verdienen können in ihrem Akademikerjob. Also du könntest jetzt wirklich sagen, es kommt nicht drauf an. Du schreibst jetzt einfach mal über das, was einfach das Wichtigste ist, worüber man schreiben müsste, und bringst da alle Radikalität und alle Gründlichkeit, so wie wir das schaffen können, bringst du da zusammen und knallst das in diese Diplomarbeit. Und dann schauen wir mal, wie die Professoren reagieren. Also wir machen das formal wissenschaftlich auf einem Niveau, dass sie eigentlich, wenn sie fair sind, uns das nicht bestreiten könnten. Ja, und dann gucken wir mal. Und raus kam das Buch, was ich Verantwortungsbuch nenne. Also der Professor hat gleich gesagt, ja, Frau Rochel, ich kenne Sie. Ruhig höchstens 100 Seiten. Mehr werde ich nicht annehmen. Und dann hatte sie die 100 Seiten. Aber das Material natürlich, also sie hat Interview mit mir geführt und dadurch auch Zugang zu dem Materialwissen und so, was ich ihr damit beisteuern konnte. Also Material waren schon 500, 600 Seiten oder so, was vorbereitet war. Und ja, dann nachdem das Buch raus war und die beiden Professoren, die sich angeschaut haben, oder Dozenten von der Uni Marburg, konnten nicht umhin, es glatt mit 1 zu benoten. Und dann hat ein Demokratieförderverein gesagt, er möchte gerne veröffentlichen. Und kurze Zeit später meldete sich der Akademiker Verlag, der sagte, er möchte in seiner Reihe Humanwissenschaften da ein internationales Fachbuch draus machen. Und als die hörten, ist schon veröffentlicht mit so einer ISBN und so, haben sie gesagt, oh ja, da können wir aber nicht einfach so dasselbe normal und bla bla bla. Und ich führte das Telefonat, also meine Frau hatte mir das weitergereicht, da habe ich gesagt, ja, guter Mann, ist doch die Chance, wir verändern den Titel ein bisschen und sie kriegen das Gesamtmaterial da reingeknallt. Ja, also jetzt ist das Buch 517 Seiten stark und enthält alles, im Anhang auch die zentralen Texte von Schenker-Bewegung, die Programmschriften, mit denen wir da die radikalen Ideale, die Schlussfolgerungen darlegen. Also optimal. Leute, wenn ihr nur ein Buch euch kauft im Leben, ne? Und ihr müsst es noch nicht mal kaufen, jetzt kommt der Knüller noch. Auf der Website unserer Bildungswerkstatt Lilitopia, also lilitopia.de, geht ihr auf den Punkt Veröffentlichungen. Da könnt ihr auch meine Diplomarbeit über Gandhi und die Aufnahme von Gandhi hier in westlichen Gesellschaften finden. Aber ihr findet auch den Textblock dieses Buches von Anke Rochel, Bildung für ganzheitliche Nachhaltigkeit bzw. globale Verantwortung. Globale Identifikation statt Bruchstücksdenken oder Vergeltung. Kriegt ihr kostenlos. Also im Buchhandel hätte es 90 oder herabgesetzt 54 Euro gekostet. Ne? Und da gibt's das kostenlos. Lest euch durch, genießt, packt die Chipstüte daneben. Nein, halt, wollte sagen, die gesunde Nusstüte daneben und so. Und ja. Und da kommen alle diese Punkte, also der Stand der jetzigen Biologieforschung, Gaia und so, soweit wir das eben erkennen konnten, kommt da auch schon vor, mit so Fragestellungen wie, wie toll wäre das und inwiefern ist das, sogar wenn es gar nicht so voll wahrscheinlich ist, aber inwiefern ist das ein Ziel, wofür sich alles zu geben lohnt?
dass wir das Hirn des Cosworth sein könnten. Wow, ey, Leute, gibt's was Tolleres? Das ist besser als 10 Fußball-Weltmeisterschaften zusammen, die man gewinnen würde. Okay, gut, also damit bleibe ich bei diesem. Jetzt noch konkret, was treibe ich so? Ich bin unterwegs auf der jährlichen Sommerprojekte-Rundfahrt. Und wir sind hier in Sachsen, wo wir hier in diesem Umfeld immerhin auch 3 Projekte haben. In einem Umkreis von, sagen wir jetzt mal, 70 Kilometern. Und die versuchen wir hier zu besuchen. Also im Moment bin ich in Biotopia, diesem Projekt, wo ich einige Jahre hier eben am Anfang mit Frau und Kind im Winter hier hingegangen bin und habe gesagt, ja, man kann einfach von der Wiese leben und unabhängig und braucht den Staat und das Geld nicht. Und ja, da sind wir und fangen an. Und ja, der Louis, der Superheld, der ja, als er zu mir gekommen ist, war das 1,5 Jahren oder so, oder einem Jahr, egal, jedenfalls ist er dazugekommen. Und da habe ich ihm ja schon gesagt, Louis, das Wichtigste ist erstmal, dass wir miteinander frei denken. Auch wenn er als Verbündeter jetzt nicht alles praktisch machen muss, aber dass wir uns gegenseitig zusagen, so gut wie möglich theoretisch den Faden zu führen für die besten Argumente, für den größten Sinn, für die Verantwortung, die Heilung der Welt. Und ja, also auch wenn man nur theoretisch mitmacht, kann man dabei auch sich zerfleddern in Unwichtigkeiten. Oder man kann da versuchen, dann immer auf wichtigste Frage bestbegründbare Antwort und sich mal mit seinem theoretischen Mitmachen so möglichst fruchtbar und wichtigkeitsorientiert mit einzubringen. Und der gute Louis hat dann erstmal ein Projekt mit übernommen und damit den Rahmen da gestützt. Also natürlich, ohne Projekte sieht man alt aus. Deshalb ist ein wichtiger Punkt immer, das schon Erarbeitete auch zu erhalten. Und so ist er zum Projektleiter des Projekts Morgen heute in Mecklenburg-Vorpommern geworden. Also alle Zuhörer und drinnen, macht euch klar, da ist wieder eine so eine tolle Chance, ne, dass ihr nicht in der Mietwohnung oder im Eigenheim oder wo auch immer sitzen müsst, in der Bürgerlichkeit oder wo irgendwann Kinder es erben, die auch nichts mit Alternativsein am Hut haben, sondern ihr könnt alle zu Louis nach Morgen heute und könnt da eben so die Zukunftskommune. Morgen machen wir heute schon, ne? Also Leute, das ist ein Angebot. Ja, also ihr wisst. Gut, das ist da und der Louis, der ist aber so ein bisschen versandet jetzt wieder, weil, das kenne ich schon, also fast alle Verbündeten, die dazugekommen sind, am Anfang sage ich Ihnen, mitdenken über die Ideale und diese Kommunikation unter uns Woo! Idealisten. Ja, mein Sohn schreit schon, was ist unser Wahlspruch? Genau. Und damit beschäftigt man sich in der Regel zu wenig. Also es kommen Leute als Verbündete dazu und dann denken die, wir rennen in den Garten oder wir machen handwerklich was gemeinsam. Wie oft ich den Spruch gehört habe, Öffi, lass das theoretische Gerede, komm, wir gehen mit den Leuten in den Garten und dann wächst alles schon von alleine. Gewachsen ist nichts. Also dadurch sind keine Leute eigentlich dazugekommen. Und die selber haben sich dann auch nach ein paar Jahren eher wieder auf theoretische Abwege im Kopf begeben. Deshalb bin ich da im Laufe der Jahre klarer und strenger in Anführungszeichen geworden. Und ich sage jetzt, der Fortschritt in diesem Alternativsein kommt nur durch die direkte Beschäftigung mit diesem idealistischen Inhalt, mit dieser Verantwortungseinstellung, mit dieser Planung, was aus solcher Verantwortungseinstellung mehr oder weniger sinnvoll ist oder nicht. Kein Garten, kein Nagel, den man irgendwo reinschlägt, nichts, sondern in der Theorie auf die Weiterentwicklung der Theorie und die Wichtigkeitsplanung sich konzentrieren. Dadurch geht's voran. Alles andere sind Ablenkungen und Dinge, die einen runterziehen. Und ich bin mal ganz frech, mit denen man sich in der Regel absichtlich runterzieht, weil der größte Widerstand ist nicht der Staat und die Polizei. Der größte Widerstand ist die Konsumwillkür in unserem Geist und in unserer Seele. Dass wir nämlich den Sog spüren bei Schenkerbewegung, wenn man da reingeht, dann führt es dazu, dass man wirklich anfangen muss, statt ich mache, was ich will, einfach nach Gefallen, ich mache, was ich will, aus Sinn. Und das geht ja auch nur, wenn man sich mit dem Sinn voll identifiziert, ansonsten leidet man. Und wir leiden sowieso, weil wir schon das ganze Leben so frustgeprägt sind. Und insofern guckt immer der Schweinehund um die Ecke und schaut, ob er uns ablenken kann, dass wir uns mit nicht den wichtigsten Dingen beschäftigen, weil der Schweinehund weiß, dadurch nutzt die Motivation ab. Und irgendwann denken wir uns, bringt sowieso nichts oder so und ich krieg auch nichts gebacken. Also wenn ich anpacke, mache ich nur halb und wird nichts draus und andere Leute kommen sowieso nicht dazu. Gut, das wusste ich von Anfang an, aber ändert ja nichts, ist trotzdem alles traurig.
Und dann kann ich doch auch hingehen und kann mein Spaßleben führen wie die anderen auf der Titanic, also das nächste Stück Musik, die Torte und was weiß ich. Und nebenher sind wir ökologisch, weil wir die Heizung besser regulieren. Ja, also das ist die Gefahr, Leute, ne? Und der Louis war auch so ein bisschen bei mit Garten und Handwerk und Frust oder so. So ein bisschen motivationsmäßig am Absagen. Und deshalb habe ich mir gedacht, den fangen wir jetzt mal voll wieder auf, indem wir diesmal eben sagen, der hat ein Projekt, ey Leute, das muss ich dazu sagen. Der hat ein Projekt, wo nicht ständig irgendwelche randalierenden Chaoten kommen und einem die Birne platt hauen wollen. Oder die Bude anzünden oder den Garten verwüsten oder so. Der kann theoretisch die Bude zumachen und kann auf Reisen gehen, kann als Springer für die wichtigsten Aufgaben irgendwo sich mit reinschmeißen. Ne? Natürlich alles nur theoretisch, ne? Nicht, dass er irgendwie praktisch sich überfordert. Aber theoretisch kann er sich da richtig mit reinschmeißen. Und ja, also das ist ne, beglückend. Und insofern bin ich froh, den Guten jetzt neben mir sitzen zu haben. Der kriegt jetzt mal so einen Intensiv-Erlebniskurs mit Öffi. Anfangt damit, dass man gar keinen Gartenbau und sowas braucht. Ne? Ich habe nie von davon geredet, die Leute sollen Gartenbau machen. Können sie trotzdem machen. Ne? Man steht ja auch keinem im Weg. Und bei uns gibt es ja sowieso nur die Anarchie. Also jeder macht, was er will. Ne? Aber für Sinn hoffentlich. Zumindest wollen wir das. Ne? Zumindest das ist das Programm. Für Sinn, statt für willkürlicher Spaß. Ja, und insofern werde ich mit ihm jetzt hier, ob wir da direkt mit anfangen oder ob wir das in gepflegtem, ruhigeren Umfang als bei so einer stressigeren Reise vielleicht machen. Aber da müssen wir sowieso noch umplanen, weil es stellt sich auch die Frage, wie lange in Berlin jetzt wichtig ist zu sein. Weil in Hessen werde ich verfolgt von den Meldebehörden. Und da haben wir denen gesagt, ich bin jetzt erstmal wieder umgezogen nach Berlin. Ne? Also hiermit Gruß auch an die Meldebehörden. Und da gucken wir jetzt eben und planen nochmal ganz neu, wie wir da jetzt mit den Dingen umgehen. Letztes Jahr war ich ja dann monatelang in Berlin, ne? Auch weil die Aufgaben das so erforderten. Das wissen die Meldebehörden auch, dass ich da eben nicht so einzuordnen bin jetzt hier und Wohnung im Sinne von Zimmer habe ich sowieso nirgends. Aber gut, gucken wir, wie sich die Planung weiterentwickelt. Jedenfalls so mit dem Louis jetzt hier und ich werde ihm natürlich zeigen dann, wir werden eine Woche lang nur das essen, was wir hier direkt aus der Natur holen, ohne dafür arbeiten zu müssen. Und gleichzeitig haben wir die gesündeste Ernährung und die radikalste Unabhängigkeit und Selbstversorgung. Das muss man nicht weitermachen. Aber dann weiß man, was man kann, aus dem Stand, voll von 0 auf 100, Leute, ne? Und den Frust, ne, das bringt alles nichts und ist alles zu schwierig und ich kann sowieso nichts und wird auch nichts. Diesen Frust kann man ein für alle Mal in die Mülltonne der Seele schmeißen und sich nie mehr davon irgendwie in seiner Motivation ankratzen lassen, ne? Das ist dann schon mal eine ganz wichtige Basisübung, um sich motivationstechnisch gut in den höchsten Höhen halten zu können. Okay. Und ansonsten, ja, die Projekte gehen weiter. Berlin, dann gucken in Richtung Norden, dann vielleicht noch Richtung Hannover, Bremen, wo wir so einen alten Mann sitzen haben. Überall sitzen übrigens Leute alleine. Und hier im Skalatal bei Kittnitz steht meine Jurte glatt leer, ne? Weil ihr Helden, ihr Superhelden des Alternativseins, ne? Also wenn ich mal zurückdenke in den 30 Jahren, wie oft ich gehört habe, dass da irgendwelche jungen Leute, ne, so scheinidealistisch, vor mir standen und gesagt haben, ey Öffi, wir würden auch gerne, so ganz richtig radikal öko, ne? Aber das geht ja leider eben nicht, weil hier in Deutschland, du kriegst ja keine Gelegenheit, hier in einem Naturschutzgebiet wirklich wie so ein freies, wildes Tier leben zu können. Du bist ja sofort verscheucht und geht alles nicht, ne? Also wenn sowas ginge, Öffi, ne, dann würden wir ja. Und ich wusste, im Hinterkopf heißt es, ach, ein Glück, das wird ja nie so sein. Ja. Und was passiert? Der alte Öff hat hier die Jurte stehen und stellt euch vor, sie ist leer. Und keiner von den Superhelden, den Ökoradikalen, ne, den Ökopacks und Anarchisten und was sie alle waren, ne, das waren übrigens Anfangssprüche der Grünen, keiner ist hier, um hier den Tarzan, die Jane oder den Robinson zu machen. Ne? Also das ist schon arm, Leute. Das ist sehr, sehr arm, wie das aussieht mit dem Ernstmeinen von Träumen oder Visionen oder Ökoradikalität. Ne? Das könnte sich ändern vielleicht, eine Spur. Ne? Fände ich ganz toll, wenn sich das ein bisschen ändern würde. Ja, letztes noch. Im Hintergrund bin ich dabei, die revolutionärste Internetstruktur der Welt aufzubauen, nämlich da eben dieses besagte freie Argumente-Kulturforum. Und das Erste, was wir gemacht haben, schwebt so in der Luft, weil derjenige, der da eigentlich als verifiziert verantwortlicher Alternativaktivist mir beim Aufbau geholfen hat, ist leider von der Bildfläche verschwunden, abgetaucht, nach Italien oder sonst wohin geflohen und kein Kontakt mehr möglich. Also ihr seht, sogar die Verifiziertesten können sich noch als Flops erweisen. Oder zumindest, ja, ich hoffe, der taucht morgen wieder auf. Ne? Er war ein ganz netter, ne? Und er hat mir auch die technische Arbeitsweise mit der Forumstruktur so ein bisschen erklärt, dass ich da ein bisschen jetzt selber was machen kann. Aber es fehlte der letzte Schritt, nämlich, dass ich in die Lage gekommen wäre,
den gesamten Forumsinhalt in Inhalt und Struktur zu speichern, rauszukopieren, zu speichern und an jedweder anderen Stelle mit passender Software wieder hochladen zu können. Das war der zweite von den zwei Schritten, die ich für nötig erklärte, um da eine revolutionäre Strukturbasis zu schaffen. Und stellt euch vor, Leute, jetzt habe ich jemanden getroffen, ehemals bei den Piraten. Ne? Ihr wisst, die Piraten waren auch so diese Internet-Freaks, die die Welt auch mit Internet retten wollten. Aber die haben sich natürlich aus meiner Sicht ein bisschen verstiegen in irgendwelche absolut total komplexen und total vernördeten Konzepte, wie man Internetstrukturen aufbauen kann. Ne? Am besten so die Fäden durcheinander gewoben, als würde das Universum da nochmal dargestellt. Ja, und im Endeffekt ist ja auch nicht viel rausgekommen. Und ich bin der Ansicht, Leute, dass wir hingehen können und können auch versuchen, diese Leute oder zumindest das, was von ihnen noch angezapft werden kann, noch anzuzapfen. Und da habe ich ein Erfolgserlebnis. Eine Ex-Piratin, die also richtig Ahnung hat, auch von Internet und so, hat gemeint, ja, die sind da völlig in der eigenen Komplexität erwürgt worden und jetzt ist keiner mehr da und sie spielt auch nur noch hinterm Vorhang mit ihren ehemaligen Konzepten. Habe ich gesagt, ja, lass uns alles zusammenfügen. Am Ende brauchen wir auch diese verflochtenen Fäden, die aussehen wie das Weltall. Aber erstmal ist vielleicht gut, wir fangen mit Forum- und Wiki-Strukturen an. Auch für die interaktive Gestalt, dass die Menschen mit dabei sind. Und wir fangen an, freie Argumentekultur zu strukturieren. Und stellt euch vor, die ist mal nicht abgesprungen, wieder gleich entsetzt, nachdem ich die Gedanken geäußert habe, sondern es kann weitergehen mit diesem Strukturkonzept der freien Argumentekultur. Ich werde ein Forum freie-argumente-kultur.de zusätzlich zur Verfügung haben, was ich wahrscheinlich so speichern kann, wie ich mir das wünsche. Und ich habe der Piratin gleich dazu gesagt, das ist meine Vorstellung, wie es weitergeht. Dass das nämlich dezentral wird in der Art und Weise, dass wir auch freie Argumente-Kulturforen international haben. Das wäre das Netforum von der Struktur. Wir brauchen es für Deutschland, wir brauchen es für Frankreich, wir brauchen es für Italien. Dann brauchen wir es für jede Region und dann brauchen wir es am Ende für jeden Stamm. Und insofern, dass das alles so frei und von der Basis, von den Leuten, die es bearbeiten, unabhängig speicherbare und immer wieder hochladbare Formen bekommt, wo dann keiner es ihnen dauerhaft kaputt schießen kann, das ist aus meiner Sicht die Art und Weise, wie das dann anfangen kann zu wachsen. Also mit vielen freie Argumente-Kulturforen, die in den Händen der jeweils relevanten Gruppen sich befinden. Also der nächste Schritt ist getan. Ich komme noch nicht dazu, dass jetzt aufzupeppen, ne? Aber da kann ich vielleicht mit dem Louis noch überlegen, weil theoretisch ist er ja mit Internetsachen auch nicht völlig abwegig und finde das ganz nett, so im Internet was zu machen. Zwar auch spaßige andere Dinge, aber auch Forum findet er ganz nett. Und insofern kann ich den vielleicht mit motivieren, ne? Dass wir da gemeinsam dran gehen. Dann haben wir wieder was Wichtiges zu tun, wo wir nicht so schnell was viel Wichtigeres anderes finden werden. Ja, Jungs und Mädels, ne? Das war jetzt mein Eingangsbeitrag, der alleine schon jetzt bis 20.09 Uhr gedauert hat. Wenn der Louis auch sich vielleicht sogar ein bisschen besser zügeln kann als der Dylan und ich, dann bleiben wir bei dem Ansatz, dass ihr diesmal nicht 2 Stunden eure Aufmerksamkeit anstrengen müsst. Ja, und ihr wisst, wie bei mir der Stand der Dinge ist. Ne? Ihr seht, meine Begeisterung ist ungebrochen. Ne? Die Revolution der Welt ist die höchste Motivation, besser als jeder Sex oder was man sonst haben kann. Ne? Nichts dagegen, dass Sex auch ein wichtiger Bestandteil sein kann. Ne? Aber richtig denken ist der höchste Orgasmus. Ja, Also, berauscht euch an der nüchternen Trunkenheit des Geistes und ich reiche an den Louis weiter. So, mal gucken, ja, Lautsprecher sein. Danke sehr. Ja, ich bin einen langen Weg mit viel Gepäck vom Bahnhof hier zu Öffi geschlurft und habe jetzt seit 1,5 Wochen die Tiere von dem Bauernhof geschafft wegzugeben und bin seitdem in Berlin gewesen. Habe auch ein paar Leute kennengelernt, die eventuell interessiert wären an dem Bauernhof, wird sich zeigen. Es ist immer leichter, die kennenzulernen, die in der ersten Phase interessiert sind, aber dann vermindert sich das Interesse erfahrungsgemäß. Und in Berlin habe ich hauptsächlich im Hauptquerdenker-Zeltlager gezeltet. Ich habe mich die ganze Zeit versucht, möglichst neutral zu halten, seit das Corona-Thema am Start ist, wobei ich schon eher zur kritischen Sichtweise tendiere, auch dadurch, dass ich da irgendwie mehr Leute von kenne und dadurch, dass die Mainstream-Leute in der Regel nicht wirklich diskutieren wollen, organisiert, sondern maximal mit mir so ein bisschen.
Und seit ich in dem Camp war, welcome to Globify. The number of participants is now 2. Hi Dylan, hast du ins Kabel gebissen? Kann weitergehen. Okay, ich reiche wieder an den Louis, der die letzten zwei Sätze noch wiederholen soll. Wir sind danach hier noch zu einer revolutionären Party mit Polen und anderen Revolutionären. Und okay, also, was ich quasi sagen wollte, ist, dass ich durch den Kontakt mit den Leuten im Querdenkercamp und dadurch, dass ich jetzt aktiv mich mit Literatur auseinandergesetzt habe und dann auch... Du wirst jetzt immer noch leiser. Bitte noch mal lauter. Erstaunlich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch den Eindruck habt, dass ich immer leiser werde. Ja, also jedenfalls habe ich mich intensiv mit Corona-Argumentationen auseinandergesetzt und das war sehr interessant. Habe auch Leute wie den Birune kennengelernt, einen alten Mitstreiter von Öffi, der sehr eindrucksvoll argumentiert hat, fand ich, warum eigentlich alles nichts bringt. Hätte ich natürlich gern gehabt, dass der Öffi auch was dazu sagen kann. Das ist eben mein Dauertraum, dass die spannenden Gesprächspartner, die ich habe, zusätzlich noch mit Öffi an einem Tisch erscheinen, aber es ist immer schwierig. Ja, und so ist mein aktuelles Fazit. Los. Okay, also mein aktuelles Fazit ist, wie viel es auch bringen mag oder auch nicht. Auf alle Fälle ist es interessanter, sich mit Leuten auszutauschen, die sich auf Gedanken einlassen. Die untypisch sind oder die revolutionär sind oder was auch immer. Und jetzt bin ich sehr neugierig, was die Reise mit Öffi und seiner Familie bringen wird, auch an Diskussionen und an Motivationen. Und ich freue mich sehr auf das eine Woche oder den Rest des Lebens Wildkräuter fasten. Und Ernährung. Ja. Und fand es interessant, was gesagt wurde. Mein Gehirn erzählt mir oft, dass ich eigentlich fast keine Motivation habe auf diese Gespräche, wenn wir nicht unsere Mikro-Missverständnis-Friedensagentur-Klärungssachen machen. Aber ne, mein Gehirn erzählt mir viel, aber nur, dass du es weißt, das wäre ein sehr wichtiges Zeichen aus meiner Sicht, die Ideale zu leben. Und ansonsten werde ich scheinbar mehr oder weniger sicher auch am Montag dabei sein und bin da auch sehr neugierig, wie das dann alles ausgeht. Ja, vielleicht nur ganz kurz dazu. Übrigens, auch jetzt zum Beispiel im Forum hätte sich angeboten, wenn jemand von euch da eine Mediation übernommen hätte. Da war so ein oder ist so eine neue Person, die dann auch wieder teilweise sehr beleidigend wurde und so weiter. Wäre da auch schön. Also ich bin ja da immer zu jeder Schandtat bereit, wobei ich selbst jetzt irgendwie mit Louis, ich mit dir jetzt irgendwie gar keinen Stress empfinde. Aber wenn du da irgendwas siehst, woran man arbeiten sollte, gerne jederzeit. Ja, an mir soll's nicht liegen. Ich, wenn Öff das moderiert, dann können wir das jederzeit machen. Also ich sehe da null Probleme im Moment. Prima, was wäre denn dein Vorschlag, wann genau wir es machen? Ja, zum Beispiel morgen Abend oder ja oder okay, also ich Dienstag, Mittwochabend zum Beispiel.
bietet sich mehr an, weil hier haben wir den totalen Stress. Wenn wir in Berlin sitzen, haben wir mehr. Okay, also dann können wir ja grob Mittwochabend planen. Also an mir wird es nicht liegen, wenn es nicht klappt. Gut, alles klar. Schön. Ja, das ist doch großartig. Ansonsten war ich schon länger nicht mehr im Forum. Kannst du mir gern direkt sagen, wenn du meine Mediationshilfe bist. Oh, ja. Und ansonsten, war es das, glaube ich. Und wahrscheinlich ist jetzt Feierabendzeit. Danke für alles und bis bald. Ja, wir sind nämlich noch eingeladen jetzt gleich hier, ne? Hier im Biotopia-Projekt. Ja, also denke ich, machen wir für heute Schluss und die Marktradikalen und Neoliberalen die Augen vor verschließen, das mache ich beim nächsten Mal, ne? Alles klar, Dylan, sei auch du ganz innig umarmt durchs Telefon und alle hier und alle Zuschauer und drinnen und so, alle auch mit, ja. Tschüssi, bis bald. Tschö. Ciao.